Willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Wir müssen eine Krabbelmine finden und wo finden wir sie? Ja, wenn ich das wüsste. hallo? Nicht besoffen sein, sondern... Ach so, hier ist eine Krabbelmine und das machen wir ja... Ja, das ist ja sie, die wir schon haben, ne? Das ist sie, die wir schon haben. Wir müssen da... Ah, ich kann da... Hä, doch. Da lang will ich, ja. Okay, wir müssen hier ein bisschen was erobern. Und ich habe das Gefühl, das wartet hier irgendwo auf uns. Eigentlich wollte ich nicht das machen. Ach, shit. Komm. Jump. Genau. Okay. Das Irrlicht. Erstmal bashen, ist ja nicht so schwer. So, und besiegt. Und ihr Knochentrottel, ihr bekommt erstmal eins auf die Mitte. Ich bin dabei. Danke. Oh Mann, ich hab die Spezialattacke verbraucht. Ohne dass ich es wollte, Bomben. Aha, das ist also nichts Besonderes. So, kommt ihr mal alle schön her. Ich will euch nämlich ein bisschen aufs Maul bashen. Okay, und jetzt Magie. Und so. Das passt schon. Besonders stark, besonders gut. Okay. Ach so. Ja, die ganze... Mechanik hier muss ich mir noch ein bisschen einverleiben. Ihr merkt das, das soll auch so sein. Noch kein Meister ist vom Himmel gefallen, aber vom Stuhl. So kommt die Bald der Knochenfuzzi. Ja, Festungskommandant, du Knochenhorst. So, das wäre erstmal der Robert. Gut. Und ich denke mal, wir müssen weiter... zu dem hier. Was es auch immer sein soll. Sie haben eine Krabbelmine losgeschickt. Gut. Wo ist die Krabbelmine? Wo? Oh, ich muss ja noch... Ach, hier. Weit. Weit weg ist sie nicht. Was kommt hier so? Der dunkle Hexer Kyroma. Passt doch zum Feuer, ne? Na gut. Dich verteidige ich, du Krabbelmini. Schön verteidigen. Ah, jetzt. Was willst du hier? Also eine Horde sieht für mich anders aus. Komm her. Pyromana. Pyroma heißt er. So. Jetzt sei gebasht. Hat's gefutzt? Hat's gefunkt? Hat's gefunktioniert? Meine Fresse. So. Wobei ich nicht denke, dass ich den jetzt wirklich besiegen würde. Aber wir versuchen es mal. Hörst du auf damit? So. Deine Grabsche kannst du bei sich selbst behalten. Ja, er ist nicht mal so stark wie der Dongo. Ja, der ist zu besiegen. Sie ist da. Ist sie gebasht? Jo. Na gut. Hey, ich mag das mal zur Abwechslung. Einfach mal drauf los bashen. Ich finde das irgendwie genial. So Spiele braucht es doch auch. Ja, sie ist da. Hier ist was. So. Falscher Knopf gedrückt. Die Krabbelmine schön. Eskortieren. Da rollt er. Boah! Naja. Auch schon da. Und bam! Da braucht's aber noch mehr.
Ach, halt die Fresse, Proxy, du nervst. Und... Bam! Tja, das ist... Dynasty Warriors. Irgendwie gefällt mir das sehr. Das gefällt mir. Warte kurz. Fällt mir. Und du kommst jetzt auch mal dran. Ja, meine Verbündeten glühen, das heißt, sie sind im höchsten Maße bei der Sache. Angriffslustig, und das soll so sein. Okay, wo ist die zweite Mine? Hier? Ah, hier. Lass sie die wohl sein! Du Gex, du. Kennt noch jemand das Spiel Gex? Enter the Gecko und Gex Deep Cover Gecko, das habe ich. Also ich habe eins der beiden. Was macht denn der da? Wer hat denn das gemacht? Das will ich auch können. Der eine Knochenfutz ist also nach oben geschaut. Was ist da? Die Goronen sind auch schon richtig ausgerüstet, du. Meine Herren. Okay. Bam. Sag ich doch. Meine ich doch. So, dann erstmal zum nächsten. Ja, siehst, man kloppt hier wirklich eine halbe Stunde nur Gegner. Das ist ja eine Mission, das ist ja eine Mission. Und die Gegner sind ja quasi so fast suboptional. Aber ich find's gut, ich find's gut. Ja, da lang. Dem Sheik nach. Der Sheik nach. Dem Sheik, das Sheik. Das Sheik. Nein, der Sheik natürlich. Oder? Oder nein? Oder nicht? Oder was? Okay. Hier ist der Ausgang und das müssen wir jetzt machen. Aha! Die Höhle von Eldin geschafft. Mann, halt die Fresse, Proxy, du nervst! Der Waldner von Fyron? Okay. Dann gehen wir doch mal lang. Können wir nicht? Doch, wir können doch. Ja. Okay, Sieg. Sieg nach 5 Minuten. Nein, im letzten Part haben wir natürlich das meiste gemacht. Ja. Okay. Gut, damit kannst du im Zirkus auftreten. Im Pa. Salut. Sauber gemacht. Sauber gemacht. Und nicht mal so lange gebraucht. Ein Zauberstab, der Kontrolle über Feuer verleiht. Ein Schaden verteilt sich über ein größeres Gebiet, was ihn ideal für den Einsatz gegen mehrere Gegner macht. Möchte ich doch auch meinen. Für Link. Und drittes Schwert für Link. Wie das Master Schwert. Ah, okay. Nachtschwärmer-Laterne. Jut. Okay. Ja, ist gut. Als Sheik. Und die Lyra der Göttin. Diese Lyra spielt magische Melodien. Über die Kompo-Angriffe verleihst du dir ein Element. Mit dem starken Angriff entfesselst du die Elemente und versuchst. Ach komm, ich fange nochmal an. Diese Lyra spielt magische Melodien. Über die Kombo-Angriffe verleihst du ihr ein Element. Mit dem starken Angriff entfesselst du diese Elemente und versuchst verschiedene Effekte. Deutsch müsste man können, ne? Ah, ich finde das geil. Ich finde das Game so genial. Ihr auch? Mal zur Abwechslung, mal schön. Das Kokiri-Schwert, okay. Aber ich will zum Bazaar. Okay. Was kannst du so? Medaillenschmiede? Genau. Was können wir denn machen? Kokiri-Schwert mit Lyra? Aha. Machen wir das? Kann man das? Nein. Auf Verteidigungsmedaillen können wir hier was? Ja. Ein Elixier. Irgendwie macht man immer dasselbe, ne? Das kann Link so. Ja,
erhöht die Wirkung von Herzen. Brauchen wir das? Moment. Reduziert Schaden, Schlachten, Blatt. Elementarquatsch. Das brauche ich noch nicht. Wobei, ich setze es noch nicht ein. Vielleicht brauche ich es dann schon, ja, aber... Moment. Also Schick ist voll ausgerüstet jetzt, ne? Ah, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ja, man kann ja nicht mehr. Okay. Also wer hier noch nicht gemerkt, dass Schick eigentlich Prinzessin Zelda ist, da kann ich auch nichts dafür. Wald von Firon. Empfohlen Link. Wollen wir mal Link nehmen? Er ist empfohlen. Mit dem Zauberstab. Okay. Gut. Versuchen wir es, ne? Ein mysteriöser Fremder namens Sheik hatte Link und seine Verbündeten vor seiner Gefahr in der Höhle von Elden gerettet. Ja, gerettet. Ja, gut. Zusammen mit ihren neuen Weggefäßen erreichten Impas Truppen schließlich den Wald von Firon. Oder Fironé? Schreibt in die Kommis. In den Wipfeln fangen sie ein Dorf, was in... Ja, jetzt lesen sie zu schnell. Okay, wir müssen in den Wald von Firon und alles bashen. Alles bashen, was uns in den Weg kommt. Okay. Ah, hallo. Ja. Neue Charaktere, ich grüße euch. 20.000 Mal den Hyrule-Hauptmann. Okay. Ich denke mal, der nächste Charakter wird Lana. Lana. Schlacht beginnen. Sicher das. Zombies sind auch dabei. Und diese Fatzkes. Die Grünheimer. Ich weiß nicht, wie die heißen. Wusch. So eine hübscher als die andere, ne? Ein bisschen minderjährig. Also zu jung für mich, aber... Aber schöne Augen. Ja. Also ja, wird mal eine hübsche Frau. Ach, ein anderes Thema. Das habe ich nicht vorgelesen, ne? Macht ja nichts. Ihr könnt ja alle lesen. Denke ich mal. Gerne. Ich helfe dir sehr gerne. Ja. Ich mag das erwachsene Zelda hier ein bisschen sexy, ein bisschen gebasht werden. Also gebaschen, Gegner bashen, ja. Finde das nicht schlecht. Bam und bam. Und Bomben! Ja. Bomben! Noch mehr Bomben! Bomben! Ich frage mich ja was der Zauberstab da bewirkt. Wow! Auch nicht schlecht. Meine Herren, du! Eine Deku! Piranha! Dekurania! Richtig gesagt. Mann, komm schon. Dann eben so. So. Irgendwie bringt das nichts. Mann, verschwindet die oder was? Ach so. Okay. Ach so. Ja, besiegt die Dekuranias. Danke, das versuche ich schon die ganze Zeit. Mann, du nervst. Nicht du. Der andere Fuzzi hier. Wo ist er? Ach, wir müssen alle hier mal bashen, okay. Ich hoffe mal. Den Bogen finden. Ah, ihr kommt auch noch mit solchen. Jetzt muss man das Zeugs auch noch finden. Ja, toll. Mann, ist ja irgendwie unverwundbar oder was? Irgendwie kapiere ich das Ganze nicht so hier.
aber einen leichten Defizit in der Verständnisfrage. Und mühsamer kann ich auch nicht mehr sprechen, nein. Bomben! Bomben! Und nochmal Bomben! Wie die Zahlen zu mir kommen. Hab nichts für euch, hab kein Fressi, nein. Aber Bomben hab ich. Wieso macht das der Dekuran ja nichts? Das nervt. Daneben Spezial! Das wollte ich doch. Und funktioniert's. Alter! Was ist denn los? Ich kapier das nicht. Ich muss einen Bogen finden. Wahrscheinlich für die Piranha-Pflanze. Dekurania. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, dann. Irgendwo. Ach so. Ich muss dahin. Denn das habe ich vorhin nicht geachtet. My foul. Komm ich da irgendwie ran? Ja, natürlich. Lass mich mal durch. Hier muss irgendwo was Dingens sein. Ah, du nervst. Hier müsste es sein. Bomben ansetzen. Funktioniert nicht. Hier müsste was sein. Ich bin doch hier. Ja, ich muss. Oh Menno, ich weiß nicht wie. try. Hier oben vielleicht irgendwie? Ja? Ja? Und jetzt? Aha! Gut, wie gesagt, blind. Da. Juhu! Du hast den Bogen erhalten. Mit ihm kannst du auch weit entfernte Gegner angreifen, kleinere Gegner werden durchschlagen. Sicher das. Jetzt geht's los. Okay. Speedy Gonzales. Und wie kann ich das? Irgendwie so? Ach so, ich kapier's. Okay. Anvisieren und... Anvisieren. Ach, das ist ein Schuss gegen alles immun, aber ein Schuss hier und bam. Das ist doch irgendwie speziell, ne? Was ist denn das für eine Munition? Geilomat. Also. Dann werden hier mal alle gebasht, ne? Du. Zack. Ja, anstatt den Kopf zu bashen einfach. Die Pflanze kappen, eigentlich ganz logisch. So. Bomben. Ich mach's nicht gern nach Armerei, aber es ist einfach so. Wir haben jetzt Bomben. So. Gut. Alle Dekuranias besiegt. Next one. Ja, da kann ich lange üben hier. Bam! Bomben! Nein, keine Bomben. Ah, lass mich. Ja. Bist du ein Zombie? Kann ich dich mit? Ja, das bringt nichts. Dann ebenso. So. Der gebasht. Und der wird auch noch gebasht. Nein, er... Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber ist auch okay. Wir noch die Bomben. I want the bombs. Dann kann ich hier bam bam und bam bam und bam bam. Macht Laune. Und du auch noch Feuer unterm Hintern. Bam 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 bam. So. Den Westbaum befreit. Ja, was? Muss zum nächsten. Mit Reineri. Hey, Moment. So ist der eigentlich. Ist das nicht auch ein Vorpfosten? Mann, ich sehe nichts. Ja.
Bist du nicht ein Vollpfosten? Nein, nur ein Vollpfosten. Okay. Next one. Da ist einer besiegt worden. Ich komme. Ich erobere zurück. Na du! Bam! Bomben! Noch mehr Bomben! Yahoo! Und jetzt Spezial! Wash! Ja, hat das mir etwas epischer vorgestellt, aber gut, gut. So ein richtiger Feuertornado, das wäre was gewesen. Kommt er vielleicht noch? So, ich bin hier, wer noch? Ja, ich bin ja hier. Was sollte denn noch? Ja, oh Mann, warum ruft die mich zurück und dann muss ich wieder... Nintendo-Logik. So. Bomben. Die gehen nie aus. Das ist das Schöne hier. Willst du mich bitte? Nicht mehr. So. Und du wirst erstmal gebasht. Oder ich. Hallo? Bam. So. Wo ist der nächste? Da ist doch noch einer. Ne? Oder vielleicht auch nicht. Bomben. Einfach geil, das Spiel. Im Moment gefällt es mir sehr, sehr gut. Okay, dann erster Stoßtrupp. Ich komme. I'm coming. Wo sind sie denn? Hier. Und das heißt... Schrubbadiwupp. So geht's. Das wollte ich doch. Nichts anderes. Moment, einsammeln hier. Sie wieder da? Bomben! Hör auf mich zu dingen hier. So. Und jetzt. Bam. So. Da wäre schon mal hin. Noch viele wie. Also ich persönlich fand das Schwert irgendwie epischer, aber naja. Bomben! Die fliegen so schön. Also die Gegner. Meine ich jetzt. Ha. So, der Dekobaum. Haben ihn gar nicht erkannt. Kein Gezäusel hier. Bist du immer noch da? Du nervst. Du mich auch. So, Bomben. Noch mehr Bomben. So. Das war's. Neue Mission. Das Feuer löschen. Ja, ich komme. So, und wie? Und wie soll das gehen? Ja. Doch was können wir tun? Das möchte ich auch gerne wissen. Okay, und wo ist diese Fee? Da finde ich die große Fee. Magie habe ich ja. Wo ist jetzt die große Fee? Im Ostbaum? Schauen wir mal nach. Habe ja jetzt Magie voll aufgefüllt. Du Gibbon nervst. Du nervst. Hau ab. So, den erstmal gebasht. Und da kommen noch viele andere. So, erstmal aktivieren und wusch. So geht's. Praktisch. Ganz schön praktisch. Wieder Ultra Smash von
Mario, ne? Also, hier auch noch so ein Kipo. Du nervst echt. So. Und wo ist jetzt die Fee? Hast du hier noch mehr? Ach komm schon. Bomben. 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 Und weil es so schön war. Bomben. Bomben. Und nochmal. Bomben. Wo ist jetzt die große Fee? Ich gehe mal suchen. Aber nicht alle. Hab nicht alle Dingens gekriegt. So. Energie, meine ich nämlich. Hab alles aufgefüllt jetzt. Ja, ich bin ja hier. So, sollte das jetzt gehen? Oder nicht? Doch. Und wer bist du? Ein Huhn. Ey, ich wollte doch gar nicht das machen. Ach, shit. Naja, gut, dem Huhn hat schon mal nichts gemacht. Na gut, Fee, erscheine. Bist du auch wieder so eine Pamela Anderson für Arme? Ja, haha, meine Güte. Ruf mich an. Nein, du sollst das Feuer löschen. Ja, ist ja gut. Eine Fee, die das Wetter beeinflusst. Das ist ja eine Wetterfee. Uh-huh. Geil, Omat. Ach, genial. Ich melde mich mal, wenn ich mal campen gehe und das gutes Wetter brauche. Dann könntest du mir doch aushelfen, ne? Ich weiß jetzt, wo du wohnst. Gut, kann ich eigentlich auch ins Wasser? Nein. Gut. Weil der Link nicht schwimmen kann in diesem Park anscheinend. Muss er auch nicht ins Wasser. Ja, ihr könnt mich auch mal gern haben. Will zurück zu meinen Leuten. Den bash ich aber noch. Sicher da. Und noch den Hauptmann. Den Vollpfosten-Hauptmann auch noch. Genau. So. Mann! Sonst noch einer? Die sind ja wie Unkraut hier. So, jetzt. Ah, du bist nicht besiegt. Also sei doch besiegt. Du nervst. Aber ab. Ah. So. Das und weiter zu meinen Compadres. Du mich auch. Okay. Hier lang. Hier lang. Und hier lang. Den Vollpfosten hier besiegen. Den Ipto auch. So geht's. Astrid, sag ich auch immer die Astrid. Pyroma, die kenne ich doch. Du Zipfelklatscher. War das alles? Hm. Energie, ich möchte Energie, danke. Okay. Oha. Goma! Sieht man dich auch mal! Vielfüßiger Monsterzyklop Goma! Und für dich habe ich mir was aufgehoben, nämlich die Magie! So, so, so! Gut, nützt nix. Was einmal dahingestellt? Ach shit. Es nützt nichts. Jetzt
Okay, dann eben zu dem hier. Zack, zack, zack. Komm. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, Mensch. Egal, 1000 Feinde besiegt. Ja, jetzt aber. Tak, 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 tak und tak. Tak, tak, tak und tak. Ja, hier ist der Stab wieder praktisch, das muss man sagen. Komm zu her! Ist er weg? Nein. Natürlich nicht. Ja, ich weiß. I'm coming, I'm coming. Oh, ich dachte, ich könnte den Gipto von Weitem besiegen, aber scheint nicht der Fall zu sein. Hörst du auf? Das nervt. Wie Sau. Okay. Öffnen. Und es gibt Nordplatz erobert und Rubini. Den Vollpfosten-Hauptmann. Ja, komm, wenn wir schon da sind. Macht der Spaß, ne? So, jetzt muss ich aber zum Dekobaum. Goma den Rest geben. Schaffen wir den noch? Klar doch. So, Goma, jetzt zu uns beiden. So, bam, 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 bam und eine schöne Attacke und sauber. Das hat doch gesessen, ne? Das hat doch gesessen, ja. Sauber. Gehst du jetzt hin? Irgendwo? Gut. Bleib gefälligst da! Ja, ich glaube, ich muss warten, ne? Da, und jetzt angreifen! Passt doch! Passt doch! Yes! So, und bald bist du auch du gebasht! So geht's! Ohne Blut muss auch nicht sein! God of War wäre jetzt das halbe Hirn rausgekommen. Meine Fresse. Okay. Ja, ich komme, ich weiß, ich muss da irgendwo lang. Oder nicht? War's vorbei? Ist gut. Hi, Impa. Ach, die Prinzessin ist doch schon... Ach, komm. Wenn du das nicht weißt, kann ich auch nichts dafür. Hey, die kann heilen. Geilomat. So. Mission geschafft. Na du, Schätzelein. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja älter als 18 oder 21, je nachdem, wo man wohnt. Okay, anderes Thema. Okay. Seit Generationen geht der Text viel zu schnell, als man lesen kann. Wieder eine neue Tusse. Wushi, wushi, wushi. Ja, ja, das kennen wir. Aha. Kennt ihr? Also irgendwie ist das hier so ein bisschen alle Gegner, alle Charaktere der ganzen Zelda-Hysterie, ne? Historie, nicht Hysterie. Hysterisch wäre nur ich. Ja, ja. Der Windraker-Link, ne? Ja, ja, das habe ich euch ja erzählt in Super Smash Bros. Brawl Ganondorf, die ewige Geschichte des Fluches, der Zelda, Link und Ganondorf betrifft.
was es damit auf sich hat, warum die sich immer wieder begegnen. Warum? Nicht nur, weil es so programmiert ist, sondern weil, ja, das hat eine spielinterne Logik. Oh, wein doch nicht. Okay, und du sagst, na, wer soll denn das darstellen? Weiß es jemand? Ups, na, hab den Regler aus Versehen angetippt. Tja. Neue Erfahrungen hier, habe ich gar nicht gewusst. Na? Natürlich, also wenn Ganondorf mal nicht uneigennützig wäre. Wenn es einmal... Nein, wenn nicht eigennützig wäre, das wäre ja eine neue Geschichte, aber... Nein, nein. Ja. Aber ich nehme mal an, dass das die Geschichte von Hyrule Warriors ist, ja? Oder allgemein? Als alle bösen Geschöpfe durch ein Portal kamen? Man weiß es nicht. Egal. Okay. Gibt's was Besonderes? Neue Combo, neue Material, gut. Gibt eine Bandage, okay. So. Als Lana spielen. Habe ich mir fast gedacht. Und dein... Und sie besitzt das Zauberbuch des Geistes, wetten wir? Das magische Buch errichtet Wände zwischen den Dimensionen. Mit einem starken Angriff springst du von nach vorn, springst du in eine magische Wand, dann kannst du einen besonderen Angriff ausführen. Okay. Gut. Gut, Leute, wenn es gefallen hat, Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denne und tschüss!